Meine Damen und Herren, noch sehen Sie es verhüllt. Und die Älteren unter Ihnen kennen das natürlich aus der Staatsoper. Ein roter Samtvorhang. Aber dahinter ist unsere umwerfende Modelleisenbahn aufgebaut. Ich habe es Ihnen gestern gesagt, heute Abend die komplette Sendung spielen wir Modelleisenbahn. 20 Leute haben 2 Wochen lang vorbereitet und dann 2 Wochen Tag und Nacht Häuser gebaut, Schienen geklebt. Alles mit Hilfe von Fachleuten technisch angeschlossen, damit wir heute Abend den Bahnhof meiner Heimatstadt Nürtingen original nachgebaut hier den Tagesfahrplan für Sie vorstellen können. Auch auf Wunsch von UN-Präsident Kofi Annan, der gesagt hat, das interessiert die Welt, das interessiert die Menschheit, das kann uns ein Stück voran im Frieden bringen. Wann kommt ein Zug, wann fährt ein Zug in Nürtingen im Bahnhof? Ein fantastisches Thema. Legen Sie sich Papier und Bleistift zurecht, damit Sie aufschreiben können, wann kommt der Zug aus Richtung Stuttgart und wann fährt der Zug in Richtung Tübingen. Das ist das große und einzige Thema heute Abend für Sie. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema. Es war ein großes, großes Kinojahr in diesem Jahr in Deutschland, oder? Unser Freund Bully, 40 Milliarden Mark hat er persönlich verdient durch den Film Der Schuh des Manitou. Am Wochenende 42 Milliarden, denn am Wochenende gehen nochmal 2 Millionen Leute rein. Dann kam Harry Potter! Das kann man wissen. Ja? Auch wer hier hilft, den Pisa-Schnitt zu senken, das kann man wissen, Harry Potter. Und heute Nacht, 0 Uhr, war der Start der Herr der Ringe. Sensationell, die Leute sind begeistert. Und geplant ist 3 Filme und dann ist Schluss. Und die Eltern kennen das ja von James Dean. Und das Faszinierende. Das Faszinierende beim Herr der Ringe sind ja schon diese Namen, oder? Frodo. Haben Sie das alle gelesen? Gandalf. Arwen. Das sind Namen, die kennt man sonst nur aus der Abi-Zeitung der Waldorfschule. Danke, Frodo. Es ist eine aufregende Woche für uns in Deutschland. Am Montag standen die Leute Schlange für das neue Geld. Ja? Jetzt stehen sie Schlange vor dem Kino. Wenn jetzt die PDS noch an die Regierung kommt, ist zumindest drüben wieder alles so wie früher. Helmut Schallert, Locomotive Brad! Schauen Sie sich das hier an, meine Damen und Herren, da schlägt das Herz des Modelleisenbahners höher. Das hier ist original nachgebaut, der Bahnhof meiner Heimatstadt Nürtingen. Wesentliche Gebäude aus Nürtingen, wesentliche landschaftliche Reize aus Nürtingen. Einiges ist nicht ganz im Original, ist aber dem Sinn nach, korrekt? Und ich werde Ihnen das jetzt im Detail erklären. Und das Wichtigste ist, wir haben den Fahrplan hier von Nürtingen und wir können Ihnen jetzt, und ich weiß, dass viele von Ihnen sich das seit Jahren gewünscht haben, genau erklären, wann kommt und fährt welcher Zug in Nürtingen ab. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, meine Assistentin Manola, hallo Manola, wird hier die Schüler, das ist die schöne alte ZDF-Zeit, hier ist meine Assistentin Beate. Na, Beate! Das war doch früher so, oder? In der guten alten Fernsehzeit. Ja. Dann wurde immer noch so ein bisschen was Gutsherrenartmäßiges über das Kleid gesagt damals. So, Donnerwetter, das ist ein Kleid, zum Glück bin ich verheiratet. Einen Kuss hat meine Frau mir erlaubt. Das war früher. Jetzt kommen wir zum Wichtigen. Das hier ist Departure Nürtingen. Nürtingen ist ein internationaler Knotenpunkt, deswegen ist ganz wichtig, Departure. Für alle, die noch nicht genau wissen, von den Wallfahrten, von den Prozessionen, von den Heiligsprechungen, wo liegt Nürtingen? Das ist das deutsche Reich, das ist die Karte von Deutschland in den Grenzen von 2001. Von der UNO anerkannt und auch so gewünscht. Rings um uns, Freunde, und Nürtingen liegt. Nürtingen liegt. Nürtingen. Nürtingen. Ich muss die Augengläser absetzen. Sie wissen ja, bei mir funktioniert das mit der Akkommodation nicht mehr so richtig. Nürtingen liegt. Schauen Sie hier. Das ist Nürtingen. Das ist Nürtingen.
dieses Flugzeug drüber, ja? This is the famous airport Stuttgart-Echterdingen. Und Sie sehen es, Nürtingen liegt an der Hauptbahnstrecke Stuttgart-Tübingen. Stuttgart, Bad Cannstatt, Esslingen, Plochingen, dort müssen Sie umsteigen, wenn Sie nach Ulm-München fahren, gell? Dann geht's Oberbohingen, Unterbohingen, Wendlingen, Wernau, Nürtingen, Metzingen, Reutlingen, Tübingen. Und hier geht es ab mit dem sogenannten Dähleszügle nach Neufen. Durch das Neufener Tal mit den Stationen Nürtingen, Vorstadt, Linsenhofen, erst kommt Frickenhausen, Linsenhofen, Neufen. Das Neufener Tal, wunderbar. Obst, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Schnaps. Ja, wunderbare Neubauten. Und das ist sozusagen, Nürtingen ist verkehrsgünstig sehr, sehr gut angeschlossen. Auch die A8 mit zwei Abfahrten der Behelfsausfahrt Kirchheim-Teck und Wendlingen. Und das hier ist der Plan. Und hier können wir schon mal was ganz Wichtiges sehen. Schauen Sie, es gibt ja, früher gab es ja noch Personenzug und D-Zug und so weiter. Mittlerweile gibt es also RE, das heißt der Antrag Regionalexpress. Regionalexpress. Der Regionalexpress. Das ist der letzte Zug 0:56 Richtung Tübingen. Der kommt aus Stuttgart, der fährt in Stuttgart kurz nach Mitternacht ab. Wenn man in Stuttgart bummeln war, in der Disco, muss man halt um 12 gehen in Stuttgart in der Disco. Sonst kann ich laufen. Ja? Oder, das ist neu. Das ist neu, das gab es früher nicht. 1:17 Regionalexpress, auch nochmal ein Zug, der Lumbersammler. Ja? Da können also Leute, die es verpasst haben, oder man dann 4:06, aber das ist schon in die Gegenrichtung, und dann kommt eigentlich der nächste Zug Richtung Tübingen. Oh, das wird hart. Richtung Tübingen. Oh, hier, 6:08. 6:08, das heißt, müssen bis 5 Uhr in Stuttgart dann durchhalten. Und das ist nicht einfach. Das sind die Züge in Richtung Tübingen. Und das kann ich jetzt mal hier am Bahnhof zeigen. Und vielleicht sollten wir erstmal sagen, wir sind technisch dermaßen sensationell ausgestattet. Vielleicht können wir einfach erstmal den Zug fahren lassen, damit die Millionen von Modelleisenbahnfreunden zu Hause sehen, wie fantastisch das aussieht. Wir haben Kameras in den Lokomotiven. Wir haben Kameras auf den Gleisen. Wir haben Menschen gefunden, die sich bereit waren, auf die Gleise zu legen, den Zug über sich fahren zu lassen, um zu sagen, das ist es mir wert, ich bin im Eisenbahnparadies und ich habe dieses Bild gezeigt. Vielleicht können wir einfach mal, Herr Antrag, Züge ein bisschen fahren lassen. Aus Stuttgart, sagen wir mal. Aus Richtung Stuttgart. Das kann ich für Sie zu Hause sagen. Das ist die Durchsage auf dem Nürnberger Bahnhof auf Gleis 1. Es gibt Gleis 1 und Gleis 2. Ja? Auf Gleis 1 fährt ein der Nahverkehrszug aus Stuttgart Richtung Tübingen. Mit Halt in Reutlingen, Metzingen. Und dann kommt der Satz, bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante. Das ist der Zug. Schauen Sie, mit Kamera. Mit einer Kuh. Und das ist, sieht der Lokführer. Schauen Sie, das ist ein Original aus der Kamera, aus der Lokomotive rausgefilmt. Und das ist der Zug, der in Nürtingen hält in Richtung Tübingen. Nürtingen. Damit die Leute wissen, da steigen da meistens, je nachdem wann der Zug kommt, zwischen 200 oder zwei Leuten aus, je nachdem, wann er zukommt. Und der Nürtinger Bahnhof ist original nachgebaut, genauso wie die Post. Und jetzt fährt der Zug weiter Richtung Tübingen. Vielleicht lassen wir eine Runde fahren, damit man mit der Kamera das vorstellen kann. Jetzt geht's raus, Industriegebiet, Tunnel. Live im Tunnel können wir nicht zeigen, ist zu dunkel, oder? Ja, das ist ja unser Geheimbahnhof jetzt, den darf ja keiner sehen. Ach so. Ja, das ist ja nur so... Was ist der Geheimbahnhof? Ach so, da hinten, da stehen wir die... Ja. Also das wäre jetzt nicht in echt, ja? Hier hinten. Das giltet nicht, wie man so sagt, ja? Da, wir müssen ja die Züge irgendwo abfahren lassen, verstehen Sie? Das ist der Nürtinger Bahnhof und es gibt zwei ganz wichtige Dinge am Nürtinger Bahnhof. Das eine wichtige, das hier kann man vielleicht mal zeigen, genau hier, meine Damen und Herren, genau hier begann mein Start ins Showgeschäft. An dieser Stelle, genau hier, Richtung Stuttgart, mit einer Kunst-Lederreisetasche von meiner Mutter und einer Plastiktüte. Mehr hatte ich nicht und mehr wird auch am Schluss nicht bleiben. Und genau hier, das war der Zug in Richtung Stuttgart. Wichtig in Nürtingen ist, weil Nürtingen ist eine ökologisch sehr bewusste Stadt, hier sehen Sie die Fahrräder, die man hier abstellen kann. Mustergültig zum Anketten. Unter einem Dächle. Ja? Und jetzt werden Sie sagen, das ist ja toll.
Das ist ja super, da können ja die Schüler und Studenten, wenn sie dann in den Zug steigen, ihre Fahrräder abstellen. Falsch. Wer in Nürtingen mit dem Fahrrad zum Bahnhof kommt, ist der Regierungsdirektor oder der Ministerialdirigent. Vier Kinder, fährt mit dem Rad, abgewetzte Aktentasche, Festpropo drin, bringt das Papier wieder mit nach Hause für den nächsten Tag, ja, kettet hier sein altes Fahrrad an und geht dann zum Zug. Das sind die Familien, wo die Kinder auch an Fasching keine Kostüme gekauft kriegen, sondern die Mutter dreht den Anorak um und pappt Glanzsterne drauf. Was soll denn das sein? Wir sind Zauberer. Park hier. Hier ist ein Fahrrad. Hier. Dann, was sehen wir hier? Original. Schauen Sie, mit wie viel Liebe das von unseren Kollegen hier in der Werkstatt gefertigt wurde. Zwei Taxen. Die beiden Nürtinger Taxen. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Taxiunternehmen in Nürtingen, die natürlich auch bis 19 Uhr da stehen, dann fährt keiner mehr. Und man muss, ich glaube, eigentlich hauptsächlich leben die Nürtinger Taxiunternehmen von sogenannten Bestrahlungsfahrten. Indem sie Patienten eben in die Spezialkliniken bringen nach Tübingen. Da kommen wir noch drauf, weil das ist auch wichtig für den Zug. Und hier wird Müll getrennt. Am Bahnhof. Viele bringen den Müll noch mit, weil wozu Hause die teuren Gebühren zahlen. Ja. Und hier, das ist unschön. Ja, schauen Sie. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Hier haben die Kollegen konnten es wieder nicht lassen. Hier steht eine Prostituierte. Kann man die sehen? Ja. Es gibt in Nürtingen keine Prostituierten. Es gibt ein Haus, von dem es immer heißt, das ist der Puff. Ja. Ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt. Ich weiß nicht. Es gibt, ich sage, wie das in Nürtingen mit der käuflichen Liebe ist, sage ich Ihnen gleich. Ganz wichtig ist noch das hier, der Busbahnhof. Der ist, glaube ich, nicht ganz original, weil dieser Brunnen sieht für mich so aus, als ob er auf dem Schillerplatz steht in Nürtingen. Der hieß nicht immer Schillerplatz. Der hieß, glaube ich, zwischen 33 und 45 anders. Heißt jetzt aber natürlich wieder Schillerplatz. Hier sind die Polizeibeamten, kurz Büttel. Und das hier sind die Busse, mit denen die Schüler nach Nürtingen reinfahren, die nicht mit dem Täliszügle kommen oder mit dem Fahrrad. Und das sind sozusagen die ersten Begegnungen zwischenmenschlicher Art hier auf diesem Busbahnhof. Und auch, muss ich sagen, mit leichten Drogen. Echt? Ja, also im zivilen Rahmen natürlich. Und wurde auch mal eine Spritze gefunden oder so. Aber das war's dann auch. Und das gibt's nicht, genauso wenig mit Prostitution. Es ist nämlich so, es gab in Nürtingen, wie soll man sagen, ich muss aufpassen, dass es nicht diskriminierend klingt. Es gab Mädchen aus sozial schwachen Familien, die sagen wir, beim PISA-Test, ja, die aber schon mit 15 sehr, sehr, sehr stark ausgeprägte sekundäre weibliche Geschlechtsmerkmale hatten. Und diese Mädchen haben vereinzelt Straßenbaufacharbeitern aus dem Balkangebiet sexuelle Erleichterung verschafft. Ja? Und zwar hier drin. Ja. Hier drin. Hier drin. Und zwar in der Gruppe. Also die Arbeiter, hieß es, das hat man nicht so formuliert. Es hieß damals, die macht's mit Ausländern. Würde man heute natürlich sofort sagen, Moment, das will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Ja? Aber man muss natürlich sagen, dass der Dialekt hier kräftiger ist als dieses. Das, was ich erzählt habe, war so mehr Beamtensprache. Man hat auch nicht gesagt, die hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner, sondern hat die letzte auch wie Dwefzke. Sie lässt sie an sich heran wie die Wespen. Wenn die Elle draußen hätte, was sie drin gehabt hat, dann wäre es ein Igel. So wurde damals gesprochen. Ja, schrecklich. Ja. Sehr, sehr viel aus dem Tierreich. Was? Ne? Sehr viel aus dem Tierreich. Ja, aber das heißt, das war natürlich entsetzlich. Also wie gesagt, das weiß man, das hieß es. Aber es gibt in Nürtingen keine offizielle Prostitution. Jetzt lassen wir mal einen Zug fahren, der im Grunde der mit der wichtigste ist. Das ist der Zug, der um
so sagen wir mal 6, 6:30 morgens fährt Richtung Stuttgart, da fahren schon die ersten Pendler, die in Stuttgart zur Arbeit müssen. Dieser Zug ist knallvoll. 6.33 Uhr schlage ich mal vor. Ja? Ja. Aus Tübingen Richtung Stuttgart über Wendlingen, Plochingen, Esslingen, Bad Cannstatt. Der fährt natürlich schon sehr langsam, wenn er den Nördlinger Bahnhof erreicht. Ja, klar, Sie dürfen ja nicht so schnell fahren. Oh, jetzt die Weiche falsch gestellt, scheiße. Was denn? Das kommt am Nördlinger Bahnhof nicht vor! Was ist das für eine Weiche? Das ist die Weiche, weil der muss eigentlich auf... Funktioniert das nicht. Der muss eigentlich, das gilt jetzt nicht, ja? Nee. Weil der fährt jetzt auf Gleis 3, aber da fährt ja nur der Neufner, das Thales. Geht das nicht technisch? Das ist nicht das Thales-Zügle, sondern das Thales-Zügle. Ja, mit die das sind 200 Stundenkilometer Unterschied. So, also das hätte jetzt gerade nicht gegolten, wo der Herr Antrag umgeschalten hat. Ja? Jetzt fährt der Zug offiziell hier ein. Schauen Sie, wie toll man das... Das ist ja jetzt seit Neuestem, sind ja die Loks hier bepflastert mit. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Steht hier drauf als Werbung, damit es überall sieht. So, jetzt hält der Zug, jetzt steigen alle diese Angestellten, Ministerialdirigenten, Mitarbeiter der Landesregierung, Beamtete steigen ein. Und das Tolle ist, die fahren 30 Jahre mit demselben Zug und es steigt jeder auf denselben Platz ein. Jeden Abend. Wenn einer fehlt, weiß man, krank oder es muss was passiert sein. Ja? Sie sitzen jeden Tag auf demselben Platz, mit demselben Gesichtsausdruck, mit derselben Aktenmappe. Das gab es natürlich früher nicht hier, als ich da noch mit dem Zug gefahren bin. Das sind jetzt diese modernen Züge, oder? Die Doppelstöcker, das ist eine wenigen Sachen, die wir aus der DDR übernommen haben. Ach was? Ja, die gab es da schon vor 20, 30 Jahren. Also der grüne Abbiegerpfeil und die Doppelstockzüge, die haben wir aus der DDR übernommen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, super. Da sitzt man, ich bin neulich auch mal oben gesessen, da sitzt man fantastisch. Ja, aber da ist meistens voller. Der Trick ist immer unten zu gehen, da ist leerer, weil alle wollen nach oben, toller Ausblick, aber unten ist leerer. Wirklich? Ja. Also ich saß oben, es war sehr voll an der Tür, wo die Leute in die erste Klasse reingeguckt haben. Ja, aber den selber war, das war leer. So, das hier ist zum Beispiel original, ja, das ist so eine kleine Spedition. Das hier ist auch, glaube ich, relativ original, Benz-Niederlassung in Nürtingen, wird sozusagen religiös verehrt, ja, und das ist hier auch zur Werbung, unter modernen Gesichtspunkten, wo man einfach sich orientiert, wie kann man das ästhetisch ein bisschen up-to-date machen und so, hast du ein Haus, wenn du ein Bett musst, dann auch. Und jetzt kommt, ganz wichtig, das Thales-Zügle aus dem Neuferner Tal. Und da muss ein Zug kommen, sagen wir mal, der so irgendwie um zwischen 7:30 und 8 morgens ankommt, damit es die Schüler auf die Gymnasien schaffen. Also 7:26 Ankunft in Nürnberg. Das reicht, ja, das reicht. 7:26 das Thales-Zügle aus dem Neuferner Tal. Knallvoll, rammelvoll, ja. Das ist jetzt ein Hightech-Zug in dieser Ausgabe, so sieht er heute aus. Früher war das ein Zug mit alten Holzbänken. Und dieser Zug ist knallevoll und 90% der Schüler, die dort aussteigen, rauchen! Und zwar jetzt bei dieser Kälte, ja, im kurzen Jäckle, enge Jeans, man trägt noch sehr viel Dockers und geht so über den Bahnhof, weil es natürlich saukalt ist und man ist zu kalt angezogen. Ja. Die Mutter sagt, zieht doch einen Mantel an. Aber sieht natürlich scheiße aus, wenn man sich gleich mit dem Freund auf dem Busbahnhof trifft. Diese Busse kommen aus den Abteilungen Neckarhausen, Neckartenzlingen oder Neckarteilfingen oder kurz Denzlingen und Deulfing. Auch Altenried, Reitwangen, Großbettlingen, Kleinbettlingen, Schleidorf, Filterstadt, Bohnlanden. Da kommen diese Busse an. Teilweise fahren die Schüler 2 Stunden mit diesem Bus und man fragt sich, warum gehen sie nicht in Silmingen auf den Filtern ins Gymnasium? Rausgeflogen. Fahrzeit. So. Hier muss man sich noch vorstellen, das ist die Hauptstraße in Nürtingen hier, eine der Hauptstraßen. Und hier fehlt eine Häuserzeile, die wir jetzt leider natürlich nicht bauen konnten. Das ist sozusagen das wichtigste Spielwarengeschäft in Nürtingen. Mhm. Die erste Pommesbude von Nürtingen war hier. Hier habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Pommes frites gegeben. Hier ist der Chinese von Nürtingen. Ja? Und hier, das können Sie auch nicht sehen, das hat die Platte nicht mehr gereicht, hier ist sozusagen die amtliche Pommesbude von Nürtingen, heißt wie? Hutzelmännle-Grill. Der Hutzelmännle-Grill. Das wollten wir auch mal erzählen, die Geschichte vom Stuttgarter Hutzelmännle. Stimmt, von Mörike. Mal, ne? Ja, hatte ich mir schon mal vorbereitet, aber da haben wir es nicht gemacht. Der Hutzelmännle-Grill. Absolut amtlich, bis nachts um 11 geöffnet und so. Tolle, tolle Anlaufstelle. So, die Schüler haben die Zigaretten ausgemacht, gehen jetzt ins Gymnasium. Und jetzt brauchen wir mal einen Zug so
sagen wir mal, 9:30 Uhr morgens Richtung Tübingen. Ja, vorher fährt aber noch der Interregio. Ja. Hält der in Nürtingen? Nö. Nein. Da gehen viele bummeln zum Bahnhof, um den Interregio durchfahren zu sehen. 9:08 Uhr nach Tübingen. Guck mal, der Interregio. Ja, der hält nicht, nee. Fährt arrogant durch. Von wo nach wo fährt der? Der fährt von Stuttgart nach, über Tübingen nach Ulm. Von Stuttgart über Tübingen nach Ulm? Der fährt so ganz krumm, also so halt rum einmal. Da steigen übrigens viele ein, die nur einmal im Leben im Zug fahren. Ja? Die nicht wissen, dass man von Stuttgart mit dem Intercity nach Ulm fährt, sind zwei Stationen, weiß nicht, eine Stunde. Ja, die sagen, ich möchte nach Ulm und dann kriegen sie vom Azubi am Bahnhof die Karte über Tübingen, sind zwei Tage. Ja? Und steigen dann da ein. Und, das ist auch ganz wichtig, viele auf dem Bahnhof sind in Lebensgefahr, weil sie auch nicht wissen, fährt der Zug nach Stuttgart in die Richtung oder in die Richtung. Stehen dann hier, dann kommt der Zug und dann rennen sie schnell unten durch über die Steffele, ja, über die Stiegen und rennen hier hoch. Es ist rutschig und rutschen aus auf dem nassen Laub oder so, weil sie von Mal zu Mal nicht merken können, wann fährt der Zug in welche Richtung. Also wir brauchen jetzt einen Zug, der wird relativ häufig genutzt. 9:08 Uhr nach Tübingen. Wie viel? 9:08 Uhr Tübingen. Ja, wann ist der in Tübingen? Der ist in Tübingen um 9:44 Uhr. Das ist genau. Das ist der Zug, mit dem Sie fahren, wenn Sie um 10 Uhr in der Uniklinik bestellt sind. In Tübingen. Selber habe ich diesen Zug häufig genommen. Für Uni-Hautklinik und Kinderpsychiatrie. Mhm. Damals. Mit meiner Mutter. Weil eigentlich sind wir immer noch früher gefahren, weil es ja so, es wird ja jeder auf 7 Uhr bestellt in diesen Kliniken, damit man da ist. Es sind ja Kassenpatienten, die keine Ahnung haben, wie der Ablauf ist. Ja? Man kommt um 2 Uhr nachmittags dran, sitzt ab 7 Uhr morgens mit nacktem Oberkörper eigentlich schon da, weil man alles glaubt, was die Assistenten einem sagen. Und da steige ich dann nur so ein, sag ich mal, die Mutter mit dem 12-jährigen Sohn, die ihm dann auch auf dem Flur in der Uniklinik den Anorak hinterherträgt. Günther, der Jack. Wo ist denn mein Sohn da? Der hat ein Computerdings. Wo ist denn das? Im Keller mit der Jacke. Immer dem Günther. Lass doch. Das ist dem Sohn ein bisschen peinlich, aber die Mutter ist mit dabei, weil der Sohn auch nicht begreift, was er für eine Diagnose gestellt kriegt. Mit den ganzen Fremdwörtern. Die Mutter begreift es auch nicht, aber zusammen kann man dann die Verwandtschaft verwirren. Und hier steige also, sage ich mal, ein. Ja, drei Mütter mit Kindern, weil das ist in Nürtingen, wenn das fantastische Nürtinger Kreiskrankenhaus, größere Spezialisten eins, das heißt sofort nach Tübingen. Und dann fährt man nach Tübingen und geht dann in Tübingen. Was ist, wieso fährt er zurück rückwärts? Die Lok stand auf dem Bahnübergang, sind nicht rübergekommen. Der Bahnübergang wird eh kaum benutzt. Da klettert man irgendwie unten durch oder so. Ich habe das auf dem Originalfoto gesehen. Das ist lebensgefährlich. Da kann man echt einfach. Nein, der ist perfekt abgesichert. Ja, okay, gut. Absolut perfekt mit Andreaskreuz und mit allem. So, die Leute steigen ein, der Zug fährt ab. Das ist jetzt 9:30 Uhr morgens. Ja, genau. Und dann kann man sich vorstellen, die Zeit zwischen 9:30 Uhr morgens und, sag ich mal, 1:30 Uhr mittags. Da sieht es dann auf dem Nürtinger Bahnhof in etwa so aus. Kann sein, dass mal ein Taxifahrer aussteigt, ein bisschen hinten die Stoßstange poliert oder dass sich zwei vor dem Posttreffen sagen, bist du auch da? Dann ist er eher ruhig, weil da schafft man. Ja? Und dann kommt der erste große Ansturm, das ist, wenn die Schulen fertig sind. Teleszügle. Das Teleszügle gibt es ja auch noch in der Version Sofazügle. Das ist was Tolles. Ja? Das ist dieselbe Strecke, aber total romantisch. Eine Dampflok, ein schmauchendes Dampfross. Bist du mal mitgefahren? Nein, leider nie, aber es ist ganz toll. Ich weiß von Erzählungen, von Fotos und so, sind begeistert, weil die Kinder vor allem, man geht da hin und sagt, guck mal hier. Und dann dampft das und dann steigt man sich ein, dann geht's los und dann ist ganz toll. Super. Ja, aber die müssen ja jetzt erst aus Stuttgart kommen, oder kommen die aus Tübingen? Nein, das Teleszügle kommt ja aus Neufen. Nee, aus Nürtingen. Die fahren doch nach Neufen von der Schule zurück. Gehen die in Nürtingen aufs Gymnasium? Die gehen in Nürtingen aufs Gymnasium und fahren nach Neufen zurück. Ja, gut. So.
Die Schule ist aus und, sage ich mal, 12.05 Uhr war das früher. Ja, ja, das kommt auch hin. Wenn man sich beeilt, kann man locker um Viertel nach auf dem Bahnhof sein. Wann fährt dann ein Dallas-Zügle? 12.29 Uhr. Der ist zu kriegen. Ja. So, 12.29 Uhr, da fahren die Fleißigen, die Anständigen, die Streber. Die sitzen um 12.29 Uhr drin, fangen an, schon erste Hausaufgaben zu machen. Ja? Und dann fährt dieses Zügle ab Richtung Neufen. Diesen Zug nach Neufen sehen auch ungefähr 20 Vollchaoten aus Neufen fahren, die hier im Gras liegen und rauchen. Obwohl die Mutter daheim kocht hat. Obwohl man wartet. Ja? Verpassen den Zug mit Absicht, beeilen sich überhaupt nicht, den Zug überhaupt noch zu kriegen und fahren mit dem nächstmöglichen Zug. Ja? Wann? Der ist schon eine halbe Stunde später, um 12.56 Uhr. Ja, werden dann teilweise von Vätern aus der alten Schule in Neufen erwartet, mit dem Satz, ich habe dir gesagt, nächstes Mal kommst du auch früher. Ich habe ihn verpasst, lieg nicht! Hat sich heute wahrscheinlich geändert. Aber damals war das teilweise so. Ich habe ihn geschlagen vom Bahnhof bis heim. Nächstes Mal kommt er pünktlich. Ich habe gesagt, wenn er pünktlich kommt, brauchst du gar nicht mehr kommen. So, dann ist wieder lange Zeit Ruhe. Ja. Dann ist ein Zug nach Stuttgart. Da fährt man einkaufen. Häufig Mutter mit Tochter nach Stuttgart, Bräuninger, Horten, Bummeln. Wie viel Uhr? Ich würde mal sagen, man kocht, man stellt das Gschirner schnell zusammen, man läuft zum Bus, halb zwei. Halb zwei. Ja. 14.04 Uhr fährt einer oder 14.04 Uhr? Kostet die das Gleiche? Wie was? Gibt es ja keine Preisunterschiede. Man muss ja nicht mit dem deutschen Zug nach Stuttgart fahren. Nein, es ist alles das Gleiche. Und Regionalexpress, ganz toll. Ja. 14.04 Uhr. Also, 14.04 Uhr. Ja, dann ist man in Stuttgart um 10 vor 3. Ups, ein bisschen schnell. Moment, lass mal gucken. 14.04 Uhr, 14.38 Uhr. Geht ja flott, ne? Das geht ja wahnsinnig schnell. Ja. Das geht ja viel schneller als früher. Da ist man halb drei in Stuttgart. Einkaufen, Kaffee trinken, Geldbeutel liegen lassen. Ja, zwei, drei Stunden zum Einkaufen, das reicht. So. Der hält aber schon pünktlich. Lass ihn doch ein bisschen vorfahren. Ja, okay. Stopp! So, Mutti, komm. Mutti. Mutti. Und dann passiert es oft, dass die Tochter im Zug sitzt, lass ihn wegfahren. Und die Mutter steht hier. Und zwar, weil sie die Treppe nicht gefunden hat. Dann passiert Folgendes. Die Tochter steigt in Wendlingen wieder aus ja, und fährt mit dem nächsten Zug zurück nach Nürtingen, während die Mutter von einem super hilfsbereiten jungen Bahnbeamten zum nächsten Zug gebracht wurde ja, und in den Zug nach Stuttgart steigt, mit dem Glauben, die Tochter wartet in Stuttgart auf dem Bahnhof. Und können wir das mal zeigen, wenn Mutter und Tochter in den Zügen aneinander vorbeifahren? Ja, okay. Ist das technisch möglich? Ja. Dann, Ja, ziemlich unwahrscheinliche Geschichte, aber ich will mal sehen, ob es hinkriegt. Was? Ich will mal sehen, ob es hinkriegt. Geht das denn technisch? Na, das geht eigentlich schon. Die Weiche war wieder falsch gestellt. Ich fahre den mal zurück und dann fahren wir mal total aneinander vorbei. Ich muss noch mal kurz irgendwie... Ah, jetzt. Moment, fährt er jetzt richtig? Kannst mal anschubsen. Wieso? Das macht man echt auch nicht. Ja, vielleicht kann der Kamera... Finger weg! Mach nichts, hey! Mir googelt mit den Augen, nicht mit den Händen, gell? Kannst du... Nee, jetzt geht's. Aber jetzt die Weiche mal da umstellen. Davor. Die da? Ja. So? Ja, super. Geht es nicht voll elektronisch? Jetzt aber die Lok anschieben. Ja, die ist... Boom. Ja. So, okay. So, das ist jetzt der Zug, in den die Mutter einsteigt, nachträglich. Ja. Weiter. Ja. Warte noch. Stopp. Halt. So, Mutter steigt ein, Zug fährt ab und jetzt den Zug, in dem die Tochter vorbeifährt. Ah, scheiße. Schieb den auch noch mal an. Oh, jetzt Hightech. Mama! Ja, ja, fahren. Lass sie mal ein bisschen fahren. Lass mal den schneller fahren. Schneller? Ja, warte mal. Sehe nicht, dass die hier. Schneller, den hier. Ja, warte. Schneller. Was ist? Nein, nee, war richtig, warte. Und welchen schneller? Den da. Ja, okay. Und jetzt ist der Dallas-Zügler rein.
Ja, warte. Das will der. Schauen Sie sich das an. Das sieht doch aus wie echt, oder? Das will der Modelleisenbahner sehen. Jawohl. Telezyklisch. Stopp. Halt. Halt. Hier bitte. Ja. So. Okay. So, einsteigen. Oh, jetzt, oh, jetzt geht's aber gleich. Eieieiei. Ah, das geht schon. Nein. Ja, da fahren die Züge und jetzt gibt es unser Adventsgeschenk für eine, heute ist es hundertprozentig ein Geschenk für eine Zuschauerin, Säckchen Nummer 19. Hol es mal bitte. Ja. Eine Dame, die heute das Geschenk haben möchte, Säckchen Nummer 19. Wer möchte es haben? Wer möchte es haben? Ja, die Dame hier. Kommen Sie bitte nach vorne. Sie sind Frau? Fragen Sie noch, wie Sie heißen? Sind Sie sicher? Ja. Der Vorname ist? Elke. Hallo Elke! So. Ja. Wo kommen Sie her, Elke? Was sind Sie vom Beruf? Ja. Haben Sie ein Faible für sowas als interessierte Ordner? Nein, aber ich bin super schön. Es ist schön, oder? Also es ist eigentlich für Männerherzen ein Traum. Ich glaube, viele Mädchen spielen mittlerweile mit der Modelleisenbahn. Hier greifen Sie rein, Steuerfach. Hat man da viel zu tun, jetzt zum Jahreswechsel? Ja. Aber ja. Das ganze Schwarzgeld von den Klienten, oder? Das noch irgendwo hin muss. Ja, muss man gut verstecken. Ja, was macht man denn da mit dieser ganzen Schwarzkohle? Ich meine, das interessiert meine Zuschauer jetzt wirklich. Kurz vor dem Fest mit diesem Euro-Ärger. Euro ist doch wunderbar. Und was machen wir mit dem Schwarzgeld? Ausgeben. Wie denn? Bei Saturn, oder was? Ja, aber wenn einer 20 Millionen Schwarzgeld irgendwo gebunkert hat, ja, sein Leben lang mit Flotex Geschäfte gemacht und so. 20 Millionen kann ich doch nicht ausgeben bis Jahresende. Also, mir wird da schon was einfallen. 20 Millionen? Ja. Tja, das ist geil. Das sind Probleme, an diese Menschen denkt keiner. Ja, ja. Unser Geschenk ist ehrlich bezahlt. Greifen Sie rein. Ein Beauty Case. Ein Samsonite Beauty Case. Sensationell. Ist das was für Sie? Haben Sie so eins? Nein, benutzen Sie sowas? Ja, auf den vielen Reisen mit dem Schwarzen. Sie können es auch älteren Verwandten schenken und sagen, guck mal, Mutti, ein Römertopf. Oder so. Ja? Das Säckchen kriegen Sie auch. Ja. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und nicht vergessen, ab 1. alles in Euro. Haben Sie ein Starter-Kit? Nein. Nein, brauchen wir auch nicht, oder? Ich glaube jetzt noch nicht. Nee, ab 1. gibt es das Geld eh. Viel Spaß und dass der Verlobte es schön trägt, wenn Sie einsteigen auf den Flug nach Ibiza. Ja? Tschüss, frohe Weihnachten. So. Morgen Abend, übrigens kann man sagen, im Zusammenhang mit Weihnachten testen wir Christbaumständer hier. Ja, wir haben wie viel? 6, 8, 10? So ungefähr, ja. Christbaumständer aus der gängigen Angebotsreihe hier. Und wir testen für Sie, weil Sie kennen immer das Problem mit den harzigen Händen. Steht der Baum richtig, hält er, muss Wasser rein und so weiter. Damit Sie sich diesen Stressfaktor vor dem Fest ersparen können. Und Heike Makatsch ist morgen Abend bei uns zu Gast, von der ich heute gelesen habe, heute Nachmittag in Spiegel Online. Sie spielt jetzt in diesem neuen Film Affäre Semmeling von Dr. Wedel. Und sie hat eine Sexszene gedreht und ging so zur Sache, dass dem Partner 2 Rippen gebrochen wurden. Oh ja. Ja. 2 Rippen beim Sex gebrochen. Sie hat sich heftig aufgestützt. Ich weiß nicht, womit. Wie kann das denn passieren, wenn man ganz ruhig da liest und arbeiten lässt? 2 Rippen, glaubt die letzte Norbit Wefzke. So, wie spät ist es jetzt mittlerweile? Ach so, das hier zeige ich Ihnen auch noch. Das ist auch ganz wichtig, weil das sind, man würde hier sagen, ein kleiner Park. In Nürtingen heißt das Anlägle. Kleine Form von Anlagen. Anlägle. Hier kommt es häufig auch zu Kontakten erotischer Art von Schülern. Mhm. Während Religion und Geschichte zum Beispiel. Geht mal einfach weg, weil das Gymnasium liegt eigentlich korrekt da hinten, hinter diesem Berg. Und das ist aber ganz wichtig. Hier sehen Sie, das ist ein Kunstatelier. Nürtingen hat eine Kunstschule, eine freie Kunstschule, in der sich viele zum Beispiel vorbereiten auf die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie auf dem Weißenhof in Stuttgart. Und während dieser 20 Jahre Vorbereitungszeit, bevor sie dann doch Taxi fahren, wird hier, kann man das, habt ihr das gezeigt, kann man das sehen?
sehr viel Akt gemalt. Ja, das wird hier alles gelernt. Und ich habe noch was gesehen, was ich kenne. Ach so, das hier. Das ist, glaube ich, ziemlich original. Das ist die Nürtinger Kreuzkirche. War früher eine Kirche, sehr alt, ist ein Kulturzentrum drin. Habe ich auch mal Kabarett gespielt. Ist das keine Kirche mehr? Nee. Aha. Vielleicht wieder, mittlerweile. Ich weiß nicht. Es war dann ein Kulturzentrum. Kommt jetzt ein Zug? Was? Ja. Der Interregio kommt wieder. Der Interregio? Wie oft fährt der eigentlich durch? Alle 2 Stunden. Alle 2 Stunden fährt Interregio durch Nürtingen? Ja. Da brauchen wir gar keine Uhr. Ja, genau. Der Interregio ist schon wieder 2 Stunden vorbei. Können wir die Uhr verkaufen? Was ist das denn? Was denn? Mach mal ein Eisenbahn nicht kaputt. Nee, das ist doch. Du kommst mir nicht mehr zum Spielen. Ja, komm. Menno! Was war denn jetzt? Ach, die hat gestört. Übrigens, auf Wunsch macht der Antrag, dass auf ihrer Betriebsfeier mit echten Zügen. Kann er? Ja, von der Schiene. So, das ist der Interregio. Das ist, glaube ich, der Interregio von Göttingen nach Radolfzell. Ich habe schon gesagt, ich bin ja auch mal zum Test gefahren in die Kinderpsychiatrie nach Tübingen, weil ich als Kind immer so Ticks hatte. Und das ist für Eltern natürlich entsetzlich. Weißt du, wie war die Mathearbeit? Okay. Habt ihr Englisch schon rausgekriegt? Und ich wollte aber ja sagen, war der Tick. Ja? Und dann musste ich in die Kinderpsychiatrie zu so einem Test, wo man die ganze Familie als Tiere malen musste. Da war meine Familie dann beleidigt, als sie Tiere gesehen haben. Und der Arzt hat gesagt, irgendwann legt sich das. Und das hat sich auch. Ja, ja, du kannst mit so einem Tick kannst du nicht im Fernsehen arbeiten, oder? Das ist schlimm. Stell dir mal vor, du bist begabt, kannst es eigentlich, ja, und hast dauernd so einen Tick. Das ist vielleicht noch im ZDF. Ja. Die meisten Gäste im ZDF kommen ja auch nicht alleine auf die Bühne. Warum soll der Moderator nicht einen Tick haben? Ja. Aber bei einem Privatsender, keine Chance. Aus. Weg. Wie lange hattest du das? Eigentlich 25 Jahre lang. Dann war das hier weg, dann gemacht. Und auch die Kinderpsychiatrie konnte nicht helfen. 3 Professoren haben mich untersucht, haben mit mir unterhalten, abgeklopft, Kopfstand, Wasser in die Ohren gefüllt, alles. Nichts. Spitzenärzte. Und ist einfach so weggegangen, von einem Tag auf den anderen. Gehst du gerne in die Schule? Ja. Was machst du am liebsten? Fußball. Und ich war so aufgeregt bei dem Test, dass ich dann bei dieser Untersuchung Ticks hatte, die ich sonst nie hatte. Ja? Zum Beispiel. Das ist schlimm, man lacht darüber. Ja, nee. Ja. Aber es ist vor allem natürlich, man selber merkt es ja nicht. Ja? Aber die Eltern beim Essen oder so, auch so, an Weihnachten, von draußen, vom Walde komme ich her. Und ich konnte als Kind schon mir gut Gedichte merken und so. Ja. Dann stand ich da, weiße Kniestrümpfe, kurze Hosen und so. Von draußen, von Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Hoch droben auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. So, kommt jetzt noch mal ein Zug? Nee. Das heißt, das war's für heute. Der Interregio fährt nochmal. Ja, der Interregio fährt nochmal durch. Oh, wir sind gleich am Ende. Morgen Abend, meine Damen und Herren, hier bei uns der große Christbaumständer-Test und außerdem Heike Makatsch. Danke fürs Zuschauen und. Hier drin. Und zwar in der Gruppe. Also die Arbeiter, hieß es, das hat man nicht so formuliert. Es hieß damals, die macht's mit Ausländern. Würde man heute natürlich sofort sagen, Moment, das will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Ja? Aber man muss natürlich sagen, dass der Dialekt hier kräftiger ist. Als das, was ich erzählt habe, war so mehr Beamtensprache. Man hat auch nicht gesagt, die hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner, sondern hat die letzte auch wie Dwefzke. Sie lässt sie an sich heran wie die Wespen.
Wenn die Elle draußen hätte, was sie drin gehabt hat, dann wäre es ein Igel. So wurde damals gesprochen. Ja, schrecklich. Ja, ja. Sehr, sehr viel aus dem Tierreich. Was? Ne? Sehr viel aus dem Tierreich. Ja, aber das heißt, das war natürlich entsetzlich. Also wie gesagt, das weiß man, das hieß es. Aber es gibt in Nürtingen keine offizielle Prostitution. Jetzt lassen wir mal einen Zug fahren, der im Grunde der mit der wichtigste ist. Das ist der Zug, der um, so sagen wir mal, 6:30 morgens fährt Richtung Stuttgart. Da fahren schon die ersten Pendler, die in Stuttgart zur Arbeit müssen. Dieser Zug ist knallvoll. 6:33 Uhr schlage ich mal vor. Ja. Ja. Aus Tübingen Richtung Stuttgart über Wendlingen, Plochingen, Esslingen, Bad Cannstatt. Der fährt natürlich schon sehr langsam, wenn er den Nürtinger Bahnhof erreicht. Ja, klar, ja, Sie dürfen ja nicht so schnell fahren. Oh, jetzt die Weiche falsch gestellt, scheiße. Was denn? Das kommt am Nürtinger Bahnhof nicht vor! Was ist das für eine Weiche? Das ist die Weiche, weil der muss eigentlich auf... Das funktioniert jetzt nicht. Der muss eigentlich... Das gilt jetzt nicht, ja? Nee. Weil auf, der fährt jetzt auf Gleis 3, aber da fährt ja nur der Neufner, das Thales. Geht das nicht technisch? Das ist nicht das Thales-Zykle, sondern das Thales-Zykle. Ja, mit die Weiche. Das sind 200 Stundenkilometer Unterschied. So, also das hätte jetzt gerade nicht gegolten, wo der Herr Antrag umgeschalten hat, ja? Jetzt fährt der Zug offiziell hier ein. Schauen Sie, wie toll man das... Das ist ja jetzt seit Neuestem, sind ja die Loks hier bepflastert mit. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Steht hier drauf als Werbung, damit es überall sieht. So, jetzt hält der Zug, jetzt steigen alle diese Angestellten, Ministerialdirigenten, Mitarbeiter der Landesregierung, Beamtete, steigen ein. Und das Tolle ist, die fahren 30 Jahre mit demselben Zug und es steigt jeder auf denselben Platz ein. Jeden Abend. Wenn einer fehlt, weiß man, krank oder es muss was passiert sein. Ja? Sie sitzen jeden Tag auf demselben Platz, mit demselben Gesichtsausdruck, mit derselben Aktenmappe. Das gab es natürlich früher nicht hier, als ich da noch mit dem Zug gefahren bin. Das sind jetzt diese modernen Züge, oder? Die Doppelstöcker, das ist eine der wenigen Sachen, die wir aus der DDR übernommen haben. Ach was? Ja, ja, die gab es da schon vor 20, 30 Jahren. Ja. Der grüne Abbiegerfall und die Doppelstockzüge, die haben wir aus der DDR übernommen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, super. Da sitzt man, ich bin neulich auch mal oben gesessen, da sitzt man fantastisch. Ja, aber da ist meistens voller. Der Trick ist immer unten zu gehen als Lehrer, weil alle wollen nach oben. Weiß, die macht's mit Ausländern. Würde man heute natürlich sofort sagen, Moment, das will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Ja? Aber man muss natürlich sagen, dass der Dialekt hier kräftiger ist. Als dies. Das, was ich erzählt habe, war so mehr Beamtensprache. Man hat auch nicht gesagt, die hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner, sondern hat die letzte auch wie Dwefzke. Sie lässt sie an sich heran wie die Wespen. Wenn die Elle draußen hätte, was sie drin gehabt hat, dann wäre es ein Igel. So wurde damals gesprochen. Ja, schrecklich. Ja, ja. Sehr, sehr viel aus dem Tierreich. Was? Ne? Sehr viel aus dem Tierreich. Ja, aber das heißt, das war natürlich entsetzlich. Also wie gesagt, das weiß man, das hieß es. Aber es gibt in Nürtingen keine offizielle Prostitution. Jetzt lassen wir mal einen Zug fahren, der im Grunde der mit der wichtigste ist. Das ist der Zug, der um, so sagen wir mal, 6:30 morgens fährt Richtung Stuttgart. Da fahren schon die ersten Pendler, die in Stuttgart zur Arbeit müssen. Dieser Zug ist knallvoll. 6:33 Uhr schlage ich mal vor. Ja? Ja. Aus Tübingen Richtung Stuttgart über Wendlingen, Plochingen, Esslingen, Bad Cannstatt. Der fährt natürlich schon sehr langsam, wenn er den Nürtinger Bahnhof erreicht. Ja, klar, Sie dürfen ja nicht so schnell fahren. Oh, jetzt die Weiche falsch gestellt, scheiße. Was denn? Das kommt am Nürtinger Bahnhof nicht vor! Was ist das für eine Weiche? Das ist die Weiche, weil der muss eigentlich auf... Das funktioniert jetzt nicht. Der muss eigentlich, das gilt jetzt nicht, ja? Nee. Weil der fährt jetzt auf Gleis 3, aber da fährt ja nur der Neufner, das Thales. Geht das nicht technisch? Das ist nicht das Thales-Zykle, sondern das Thales-Zykle. Ja, mit die Das sind 200 Stundenkilometer Unterschied. So, also das hätte jetzt gerade nicht gegolten, wo der Herr Antrag umgeschalten hat, ja? Jetzt fährt der Zug offiziell hier ein. Schauen Sie, wie toll man das... Das ist ja jetzt seit Neuestem, sind ja die Loks hier bepflastert mit. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Steht hier drauf als Werbung, damit es überall sieht. So, jetzt hält der Zug, jetzt steigen alle diese Angestellten, Ministerialdirigenten, Mitarbeiter der Landesregierung, Beamtete, steigen ein. Und das Tolle ist, die fahren 30 Jahre mit demselben Zug und es steigt jeder auf denselben Platz ein. Jeden Abend. Wenn einer fehlt, weiß man, krank oder es muss was passiert sein. Ja? Sie sitzen jeden Tag auf demselben Platz, mit demselben Gesichtsausdruck, mit derselben Aktenmappe. Das gab es natürlich früher nicht hier, als ich da noch mit dem Zug gefahren bin. Das sind jetzt diese modernen Züge, oder?
Die Doppelstöcker, das ist eine der wenigen Sachen, die wir aus der DDR übernommen haben. Ach was? Ja, ja, die gab es da schon vor 20, 30 Jahren. Also der grüne Abbiegerpfeil und die Doppelstockzüge, die haben wir aus der DDR übernommen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, super. Da sitzt man, ich bin neulich auch mal oben gesessen, da sitzt man fantastisch. Ja, aber da ist meistens voller. Der Trick ist immer unten zu gehen, da ist leerer, weil alle wollen nach oben, toller Ausblick, aber unten ist leerer. Wirklich? Ja. Also ich saß oben, es war sehr voll an der Tür, wo die Leute in die erste Klasse reingeguckt haben. Ja, aber der Ding selber war, das war ja? Und zwar hier drin. Und zwar in der Gruppe. Woher weiß also die Arbeiter, immer? hieß es, das hat man nicht so formuliert. Es hieß damals, die macht's mit Ausländern. Würde man heute natürlich sofort sagen, Moment, das will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Ja? Aber man muss natürlich sagen, dass der Dialekt hier kräftiger ist. Als das, was ich erzählt habe, war so mehr Beamtensprache. Man hat auch nicht gesagt, die hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner, sondern hat die letzte auch wie Dwefzke. Sie lässt sie an sich heran wie die Wespen. Wenn die Elle draußen hätte, was sie drin hätte, dann wäre es ein Igel. So wurde damals gesprochen. Ja, schrecklich. Ja, ja. Sehr viel aus dem Tierreich. Was? Ne? Sehr viel aus dem Tierreich. Ja, aber das heißt, das war natürlich entsetzlich. Also wie gesagt, das weiß man, das hieß es. Aber es gibt in Nürtingen keine offizielle Prostitution. Jetzt lassen wir mal einen Zug fahren, der im Grunde der mit der wichtigste ist. Das ist der Zug, der um, so sagen wir mal, 6:30 morgens fährt Richtung Stuttgart. Da fahren schon die ersten Pendler, die in Stuttgart zur Arbeit müssen. Dieser Zug ist knallvoll. 6:33 schlage ich mal vor. Ja? Ja. Aus Tübingen Richtung Stuttgart über Wendlingen, Plochingen, Esslingen, Bad Cannstatt. Der fährt natürlich schon sehr langsam, wenn er den Nürtinger Bahnhof erreicht. Ja, klar, Sie dürfen ja nicht so schnell fahren. Oh, jetzt die Weiche falsch gestellt, scheiße. Was denn? Das kommt am Nürtinger Bahnhof nicht vor! Was ist das für eine Weiche? Das ist die Weiche, weil der muss eigentlich auf... Funktioniert jetzt nicht. Der muss eigentlich, das gilt jetzt nicht, ja? Nee. Weil der fährt jetzt auf Gleis 3, aber da fährt ja nur der Neufner, das Thales. Geht das nicht technisch? Das ist nicht das Thales-Zügle, sondern das Thales-Zügle. Ja, mit die das sind 200 Stundenkilometer Unterschied. So, also das hätte jetzt gerade nicht gegolten, wo der Herr Antrag umgeschalten hat. Ja? Jetzt fährt der Zug offiziell hier ein. Schauen Sie, wie toll man das... Das ist ja jetzt seit Neuestem, sind ja die Loks hier bepflastert mit. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Steht hier drauf als Werbung, damit es überall sieht. So, jetzt hält der Zug, jetzt steigen alle diese Angestellten, Ministerialdirigenten, Mitarbeiter der Landesregierung, Beamtete, steigen ein. Und das Tolle ist, die fahren 30 Jahre mit demselben Zug und es steigt jeder auf denselben Platz ein. Jeden Abend. Wenn einer fehlt, weiß man, krank oder es muss was passiert sein. Ja? Sie sitzen jeden Tag auf demselben Platz, mit demselben Gesichtsausdruck, mit derselben Aktenmappe. Das gab es natürlich früher nicht hier, als ich da noch mit dem Zug gefahren bin. Das sind jetzt diese modernen Züge, oder? Die Doppelstöcker, das ist eine der wenigen Sachen, die wir aus der DDR übernommen haben. Ach was? Ja, ja, die gab es da schon vor 20, 30 Jahren. Ja? Der grüne Abbiegerpfeil und die Doppelstockzüge, die haben wir... Wie kann das denn passieren, wenn man ganz ruhig da liest und arbeiten lässt? Zwei Rippen, glaubt die letzte Norbert Wefzke. So, wie spät ist es jetzt mittlerweile? Ach so, das hier zeige ich Ihnen auch noch. Das ist auch ganz wichtig, weil das sind, man würde hier sagen, ein kleiner Park. In Nürtingen heißt das Orlägle. Kleine Form von Anlagen. Orlägle. Hier kommt es häufig auch zu Kontakten erotischer Art von Schülern. Mhm. Während Religion und Geschichte zum Beispiel. Geht mal einfach weg, weil das Gymnasium liegt eigentlich korrekt da hinten, hinter diesem Berg. Und das ist aber ganz wichtig. Hier sehen Sie, das ist ein Kunstatelier. Nürtingen hat eine Kunstschule, eine freie Kunstschule, in der sich viele zum Beispiel vorbereiten auf die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie auf dem Weißenhof in Stuttgart. Und während dieser 20 Jahre Vorbereitungszeit, bevor sie dann doch Taxi fahren, wird hier, habt ihr das gesagt, kann man das sehen? Sehr viel Akt gemalt. Ja, das wird hier alles gelernt. Und ich habe noch was gesehen, was ich kenne. Ach so, das hier. Das ist, glaube ich, ziemlich original. Das ist die Nürtinger Kreuzkirche. War früher eine Kirche, sehr alt, ist ein Kulturzentrum drin. Habe ich auch mal Kabarett gespielt. Ist das keine Kirche mehr? Nee. Aha. Vielleicht wieder mittlerweile. Ich weiß nicht. Es war dann ein Kulturzentrum. Kommt jetzt ein Zug?
Was? Ja. Der Interregio kommt wieder. Der Interregio? Wie oft fährt der eigentlich durch? Alle 2 Stunden. Alle 2 Stunden fährt Interregio durch Nürtingen? Ja. Da brauchen wir gar keine Uhr. Ja, genau. Oh, der Interregio ist schon wieder 2 Stunden vorbei. Können wir die Uhr verkaufen? Was ist das denn? Was denn? Mach mal ein Eisenbahn nicht kaputt. Nee, das ist doch. Du kommst mir nicht mehr zum Spielen. Ja, komm. Menno! Was war denn jetzt? Ach, die hat gestört. Übrigens, auf Wunsch macht der Antrag das auf ihrer Betriebsfeier mit echten Zügen. Kann er? Ja, yeah, von der Schiene. So, das ist der Interregio. Das ist, glaube ich, der Interregio von Göttingen nach Radolfzell. Ich habe schon gesagt, ich bin ja auch mal zum Test gefahren in die Kinderpsychiatrie nach Tübingen, weil ich als Kind immer so Ticks hatte. Und das ist für Eltern natürlich entsetzlich. Weißt du, wie war die Mathearbeit? Okay. Habt ihr Englisch schon rausgekriegt? Und das, ich wollte aber ja sagen, war der Tick. Ja? Und dann musste ich in die Kinderpsychiatrie zu so einem Test, wo man die ganze Familie als Tiere malen musste. Da war meine Familie dann beleidigt, als sie Tiere gesehen haben. Und der Arzt hat gesagt, irgendwann legt sich das. Und das hat sich auch. Ja, weil, ja, du kannst mit so einem Tick kannst du nicht im Fernsehen arbeiten, oder? Das ist schlimm. Steht der Baum richtig, hält, er muss Wasser rein und so weiter, damit sie sich diesen Stressfaktor vor dem Fest ersparen können. Und Heike Makatsch ist morgen Abend bei uns zu Gast, von der ich heute gelesen habe, heute Nachmittag in Spiegel Online. Sie spielt jetzt in diesem neuen Film Affäre Semmeling von Dr. Wedel und sie hat eine Sexszene gedreht und ging so zur Sache, dass dem Partner 2 Rippen gebrochen wurden. Oh ja. Ja. 2 Rippen beim Sex gebrochen. Sie hat sich heftig aufgestützt, ich weiß nicht womit. Wie kann das denn passieren, wenn man ganz ruhig da liest und arbeiten lässt? 2 Rippen, glaubt die letzte Norbit Wefzke. So, wie spät ist es jetzt mittlerweile? Ach so, das hier zeige ich Ihnen auch noch. Das ist auch ganz wichtig, weil das sind, man würde hier sagen, ein kleiner Park. In Nürtingen heißt das Orlägle. Kleine Form von Anlagen. Orlägle. Hier kommt es häufig auch zu Kontakten erotischer Art von Schülern. Mhm. Während Religion und Geschichte zum Beispiel. Geht mal einfach weg, weil das Gymnasium liegt eigentlich korrekt da hinten, hinter diesem Berg. Und das ist aber ganz wichtig, hier sehen Sie, das ist ein Kunstatelier. Nürtingen hat eine Kunstschule, eine freie Kunstschule, in der sich viele zum Beispiel vorbereiten auf die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie auf dem Weißenhof in Stuttgart. Und während dieser 20 Jahre Vorbereitungszeit, bevor sie dann doch Taxi fahren, wird hier, habt ihr das gesagt, kann man das sehen? Sehr viel abgemalt. Ja, das wird hier alles gelernt. Und ich habe noch was gesehen, was ich kenne. Ach so, das hier. Das ist, glaube ich, ziemlich original. Das ist die Nürtinger Kreuzkirche. War früher eine Kirche, sehr alt, ist ein Kulturzentrum drin. Habe ich auch mal Kabarett gespielt. Ist das keine Kirche mehr? Nee. Aha. Vielleicht wieder mittlerweile. Ich weiß nicht. Es war dann ein Kulturzentrum. Kommt jetzt ein Zug? Was? Ja. Der Interregio kommt wieder. Der Interregio? Wie oft fährt der eigentlich durch? Alle 2 Stunden. Alle 2 Stunden fährt Interregio durch Nürtingen? Ja. Da brauchen wir gar keine Uhr. Ja, genau. Oh, der Interregio ist schon wieder 2 Stunden vorbei. Können wir die Uhr verkaufen? Was ist das denn? Was denn? Mach mal ein Eisenbahn nicht kaputt. Nee, das ist doch. Du kommst mir nicht mehr zum Spielen. Ja, komm. Menno! Was war denn jetzt? Ach, die hat gestört. Übrigens, auf Wunsch macht der Antrag das auf ihrer Betriebsfeier mit echten Zügen. Kann er? Ja, yeah, von der Schiene. So, das ist der Interregio. Das ist, glaube ich, der Interregio von Göttingen nach Radolfzell. Ich habe schon gesagt, ich bin ja auch mal zum Test gefahren in die Kinderpsychiatrie nach Tübingen, weil ich als Kind immer so Ticks hatte. Und das ist für Eltern natürlich entsetzlich. Weißt du, wie war die Mathearbeit? Okay. Habt ihr Englisch schon rausgekriegt? Es hieß damals, die macht's mit Ausländern. Würde man heute natürlich sofort sagen, Moment, das will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Ja? Aber man muss natürlich sagen, dass der Dialekt hier kräftiger ist als dieses. Das, was ich erzählt habe, war so mehr Beamtensprache. Man hat auch nicht gesagt, die hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner, sondern hat die letzte Norbit Wefzke. Sie lässt sie an sich heran wie die Wespen.
Wenn die Elle draußen hätte, was sie drin gehabt hat, dann wäre es ein Igel. So wurde damals gesprochen. Ja, schrecklich. Ja, ja. Sehr viel aus dem Tierreich. Was? Ne? Sehr viel aus dem Tierreich. Ja, aber das heißt, das war natürlich entsetzlich. Also wie gesagt, das weiß man, das hieß es. Aber es gibt in Nürtingen keine offizielle Prostitution. Jetzt lassen wir mal einen Zug fahren, der im Grunde der mit der wichtigste ist. Das ist der Zug, der um, so sagen wir mal, 6:30 morgens fährt Richtung Stuttgart. Da fahren schon die ersten Pendler, die in Stuttgart zur Arbeit müssen. Dieser Zug ist knallvoll. 6:33 Uhr schlage ich mal vor. Ja? Ja. Aus Tübingen Richtung Stuttgart über Wendlingen, Plochingen, Esslingen, Bad Cannstatt. Der fährt natürlich schon sehr langsam, wenn er den Nürtinger Bahnhof erreicht. Ja, klar, Sie dürfen ja nicht so schnell fahren. Oh, jetzt die Weiche falsch gestellt, scheiße. Was denn? Das kommt am Nürtinger Bahnhof nicht vor! Was ist das für eine Weiche? Das ist die Weiche, weil der muss eigentlich auf... Funktioniert das nicht. Der muss eigentlich, das gilt jetzt nicht, ja? Nee. Weil auf, der fährt jetzt auf Gleis 3, aber da fährt ja nur der Neufner, das Thales. Geht das nicht technisch? Das ist nicht das Thales-Zügle, sondern das Thales-Zügle. Ja, mit die das sind 200 Stundenkilometer Unterschied. So, also das hätte jetzt gerade nicht gegolten, wo der Herr Antrag umgeschalten hat. Ja? Jetzt fährt der Zug offiziell hier ein. Schauen Sie, wie toll man das... Das ist ja jetzt seit Neuestem, sind ja die Loks hier bepflastert mit. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Steht hier drauf als Werbung, damit es überall sieht. So, jetzt hält der Zug, jetzt steigen alle diese Angestellten, Ministerialdirigenten, Mitarbeiter der Landesregierung, Beamtete, steigen ein. Und das Tolle ist, die fahren 30 Jahre mit demselben Zug und es steigt jeder auf denselben Platz ein. Jeden Abend. Wenn einer fehlt, weiß man, krank oder es muss was passiert sein. Ja? Sie sitzen jeden Tag auf demselben Platz, mit demselben Gesichtsausdruck, mit derselben Aktenmappe. Das gab es natürlich früher nicht hier, als ich da noch mit dem Zug gefahren bin. Das sind jetzt diese modernen Züge, oder? Die Doppelstöcker, das ist eine wenigen Sachen, die wir aus der DDR übernommen haben. Ach was? Ja, die gab es da schon vor 20, 30 Jahren. Ja. Also der grüne Abbiegerpfeil und die Doppelstockzüge, die haben wir aus der DDR übernommen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja, super. Da sitzt man, ich bin neulich auch mal oben gesessen, da sitzt man fantastisch. Ja, aber da ist meistens voller. Der Trick ist immer unten zu gehen, da ist leerer, weil alle wollen nach oben. Toller Ausblick, aber unten ist leerer. Wirklich? Ja. Also ich saß oben, es war sehr voll an der Tür, wo die Leute in die erste Klasse reingeguckt haben. Ja, aber den selber haben sie es verhüllt und die Älteren unter Ihnen kennen das natürlich aus der Staatsoper. Ein roter Samtvorhang, aber dahinter ist unsere umwerfende Modelleisenbahn aufgebaut. Ich habe es Ihnen gestern gesagt, heute Abend die komplette Sendung spielen wir Modelleisenbahn. 20 Leute haben 2 Wochen lang vorbereitet und dann 2 Wochen Tag und Nacht Häuser gebaut, Schienen geklebt. Alles mit Hilfe von Fachleuten technisch angeschlossen, damit wir heute Abend den Bahnhof meiner Heimatstadt Nürtingen original nachgebaut hier den Tagesfahrplan für Sie vorstellen können. Auch auf Wunsch von UN-Präsident Kofi Annan, der gesagt hat, das interessiert die Welt, das interessiert die Menschheit, das kann uns ein Stück voran im Frieden bringen. Wann kommt ein Zug, wann fährt ein Zug in Nürtingen im Bahnhof? Ein fantastisches Thema. Legen Sie sich Papier und Bleistift zurecht, damit Sie aufschreiben können, wann kommt der Zug aus Richtung Stuttgart und wann fährt der Zug in Richtung Tübingen. Das ist das große und einzige Thema heute Abend für Sie. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema. Es war ein großes, großes Kinojahr in diesem Jahr in Deutschland, oder? Unser Freund Bully, 40 Milliarden Mark hat er persönlich verdient durch den Film Der Schuh des Manitou. Am Wochenende 42 Milliarden, denn am Wochenende gehen nochmal 2 Millionen Leute rein. Dann kam Harry Potter! Das kann man wissen. Ja? Auch wer hier hilft, den Pisa-Schnitt zu senken, das kann man wissen. Harry Potter. Und heute Nacht, 0 Uhr, war der Start der Herr der Ringe. Sensationell, die Leute sind begeistert. Und geplant ist 3 Filme und dann ist Schluss. Und die Eltern kennen das ja von James Dean. Das Faszinierende beim Herr der Ringe sind ja schon diese Namen, oder Frodo, haben Sie das alle gelesen? Gandalf, Arwen, das sind Namen, die kennt man sonst nur aus der Abi-Zeitung der Waldorfschule. Danke, Frodo. Es ist eine aufregende Woche für uns in Deutschland. Am Montag standen die Leute Schlange für das neue Geld.
Ja? Jetzt stehen Sie Schlange vor dem Kino. Wenn jetzt die PDS noch an die Regierung kommt, ist zumindest drüben wieder alles so wie früher. Helmut Schallert, Locomotive Brad! Schauen Sie sich das hier an, meine Damen und Herren, da schlägt das Herz des Modelleisenbahners höher. Das hier ist original. Hier, 6.08 Uhr. 6.08 Uhr, das heißt, müssen Sie bis 5 Uhr in Stuttgart dann durchhalten. Und das ist nicht einfach. Das sind die Züge in Richtung Tübingen. Und das kann ich jetzt mal hier am Bahnhof zeigen. Und vielleicht sollten wir erstmal sagen, wir sind technisch dermaßen sensationell ausgestattet. Vielleicht können wir einfach erstmal den Zug fahren lassen, damit die Millionen von Modelleisenbahnfreunden zu Hause sehen, wie fantastisch das aussieht. Wir haben Kameras in den Lokomotiven. Wir haben Kameras auf den Gleisen. Wir haben Menschen gefunden, die sich bereit waren, auf die Gleise zu legen, den Zug über sich fahren zu lassen, um zu sagen, das ist es mir wert, ich bin im Eisenbahnparadies und ich habe dieses Bild gezeigt. Vielleicht können wir einfach mal, Herr Antrag, Züge ein bisschen fahren lassen. Aus Stuttgart, sagen wir mal. Aus Richtung Stuttgart. Das kann ich für Sie zu Hause sagen. Das ist die Durchsage auf dem Nürnberger Bahnhof auf Gleis 1. Es gibt Gleis 1 und Gleis 2. Ja? Auf Gleis 1 fährt ein der Nahverkehrszug aus Stuttgart Richtung Tübingen. Mit Halt in Reutlingen, Metzingen. Und dann kommt der Satz, bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante. Das ist der Zug. Schauen Sie, mit Kamera. Mit einer Kuh. Und das ist, sieht der Lokführer. Schauen Sie, das ist ein Original aus der Kamera, aus der Lokomotive rausgefilmt. Und das ist der Zug, der in Nürtingen hält in Richtung Tübingen. Nürtingen. Damit die Leute wissen, da steigen da meistens, je nachdem wann der Zug kommt, zwischen 200 oder zwei Leuten aus, je nachdem, wann er zukommt. Und der Nürtinger Bahnhof ist original nachgebaut, genauso wie die Pusht. Und jetzt fährt der Zug weiter Richtung Tübingen. Vielleicht lassen wir eine Runde fahren, damit man mit der Kamera das vorstellen kann. Jetzt geht's raus, Industriegebiet, Tunnel. Live im Tunnel können wir nicht zeigen, ist zu dunkel, oder? Ja, das ist ja unser Geheimbahnhof jetzt, den darf ja keiner sehen. Ach so. Ja, das ist ja nur so... Was ist der Geheimbahnhof? Ach so, da hinten, da stehen wir die... Ja. Also das wäre jetzt nicht in echt, ja? Hier hinten. Das giltet nicht, wie man so sagt, ja? Da, wir müssen ja die Züge irgendwo abfahren lassen, verstehen Sie? Das ist der Nürtinger Bahnhof und es gibt zwei ganz wichtige Dinge am Nürtinger Bahnhof. Das eine wichtige, das hier kann man vielleicht mal zeigen, genau hier, meine Damen und Herren, genau hier begann mein Start ins Showgeschäft. An dieser Stelle, genau hier, Richtung Stuttgart, mit einer Kunstlederreisetasche von meiner Mutter und einer Plastiktüte. Mehr hatte ich nicht und mehr wird auch am Schluss nicht bleiben. Und genau hier, das war der Zug in Richtung Stuttgart. Wichtig in Nürtingen ist, weil Nürtingen ist eine ökologisch sehr bewusste Stadt, hier sehen Sie die Fahrräder, die man hier abstellen kann. Mustergültig zum Anketten. Unter einem Dächle, ja, und jetzt werden Sie sagen, das ist ja toll, das ist ja super, da können ja die Schüler und Studenten, wenn sie dann in den Zug steigen, ihre Fahrräder abstellen. Falsch. Wer in Nürtingen mit dem, weiß nicht, es war dann ein Kulturzentrum. Kommt jetzt ein Zug? Was? Ja, der Interregio kommt wieder. Der Interregio? Wie oft fährt der eigentlich durch? Alle 2 Stunden. Alle 2 Stunden fährt Interregio durch Nürtingen? Ja. Da brauchen wir gar keine Uhr. Ja, genau. Oh, da in der Regio schon wieder 2 Stunden vorbei. Können wir die Uhr verkaufen? Was ist das denn? Was denn? Mach mal ein Eisenbahn nicht kaputt. Nee, das ist doch. Du kommst mir nicht mehr zum Spielen. Ja, komm. Menno! Was war denn jetzt? Ach, die hat gestört. Übrigens, auf Wunsch macht der Antrag das auf ihrer Betriebsfeier mit echten Zügen. Kann er? Ja, yeah, von der Schiene. So, das ist in der Regio. Das ist, glaube ich, der Interregio von Göttingen nach Radolfzell. Ich habe schon gesagt, ich bin ja auch mal zum Test gefahren in die Kinderpsychiatrie nach Tübingen, weil ich als Kind immer so Ticks hatte. Und das ist für Eltern natürlich entsetzlich. Weißt du, wie war die Mathearbeit? Okay. Habt ihr Englisch schon rausgekriegt? Und ich wollte aber ja sagen, war der Tick. Ja? Und dann musste ich in die Kinderpsychiatrie zu so einem Test, wo man die ganze Familie als Tiere malen musste.
Da waren meine Familie dann beleidigt, als sie Tiere gesehen haben. Und der Arzt hat gesagt, irgendwann legt sich das. Und das hat sich auch. Ja, ja, du kannst mit so einem Tick kannst du nicht im Fernsehen arbeiten, oder? Das ist schlimm. Stell dir mal vor, du bist begabt, kannst es eigentlich, ja, und hast dauernd so einen Tick. Das ist vielleicht noch im ZDF. Ja. Die meisten Gäste im ZDF kommen ja auch nicht alleine auf die Bühne. Warum soll der Moderator nicht einen Tick haben? Ja. Aber bei einem Privatsender, keine Chance. Aus, weg. Wie lange hattest du das? Eigentlich 25 Jahre lang. Dann war das hier weg, dann gemacht. Und auch die Kinderpsychiatrie konnte nicht helfen. Drei Professoren haben mich untersucht, haben mit mir unterhalten, abgeklopft, Kopfstand, Wasser in die Ohren gefüllt, alles. Nichts. Spitzenärzte. Und ist einfach so weggegangen, von einem Tag auf den anderen. Gehst du gerne in die Schule? Ja. Was machst du am liebsten? Fußball. Und ich war so aufgeregt bei dem Test, dass ich dann bei dieser Untersuchung Ticks hatte, die ich sonst nie hatte. Ja? Zum Beispiel...